Frauen Gewalt, das heißt unsere Schutzmänner und dann zieht ihr das durch und dann reden wir über Verbrechen. Hören Sie mir zu, nochmalige Anlage. Guckt euch das mal an, hören Sie mir zu. Habt ihr die Polizei? Lassen Sie Ihre Hand los. Guck mal, jetzt muss man ihr das ans Handgelenk brechen. Ehrlich. Ist doch gesprochen, ihr Handgelenk. Haltet die Frau da vorne und macht das ab. Die Hände euch nicht davon. Sie ist 18-jährige Frau. Genau, da sind wir groß und stark. Jetzt müssen wir doch. Hört auf damit. Das ist doch gesponnen, was ihr vollzieht. Und guck mal, eine Stadtverwaltung, zu was die euch treibt, und ihr macht's einfach. Ich hab da keine Lust drauf. Also die Gespräche, die ich schon mit der Polizei gehabt habe, haben gesagt, du, also manche Sachen machen wir einfach nicht. Manche melden sich einfach Wochen. Göppingen, der 6. Dezember. Wir sind live dabei. Fahrer 20. Würden Sie mal meine Hand hier weglassen? Dann packen Sie mir woanders an, aber nicht an der Hand. Das lasse ich Sie hier. Okay, an der Jacke. Dass man sie überhaupt anfassen muss. Jetzt bleiben Sie aber hier stehen. Omi, du bist die Beste. Du bist gut ab. Wie viele sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Polizisten. Das könnt ihr nur machen. Für eine 80-Jährige. Für eine 80-Jährige. Es ist unvorstellbar. Schaut bitte euch diese Szene von einem anderen Blickwinkel. Jetzt habt ihr polizeiliche Maßnahmen. Nee, eine Frau mit 80 Jahren. Ich möchte aber, dass wir hier stehen. Ja, ganz ruhig. Wir gucken mal, ob die Mensch, die Polizei noch ein bisschen Menschlichkeit hat, herrlich. Also, ihr könnt euch, guck mal, und jetzt zeige ich euch mal eins, ihr habt vielleicht Psychologie nicht studiert, aber ihr könnt es nur machen, weil ihr Masken auf habt. Genau, weil ihr euch kein Gesicht erkennt. Mehr zeigen müsst. Genau. Ihr müsst kein Gesicht mehr zeigen, sonst würdet ihr euch in Grund und Boden schämen. Wir haben hier eine Gerichtsverhandlung gehabt, da hat der Dr. Steiner, der Gerichtsdirektor, vor der Polizei Recht gebrochen, mehrfach. Und die Polizei schaut zu. Mensch, das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gefällt, es ist... Wollt ihr eigentlich in einem chinesischen Punktesystem auftauchen? Weil da kommen wir jetzt langsam hin. Mensch, Leute, ehrlich, wacht endlich mal auf, das erwarten wir von euch. Ja klar, die gehen auf alte Menschen, gehen sie zu. Auf alte Menschen. Eine Polizeibehörde, verstehe ich.